Hallo, wir sind Karen Böttcher, Modeexpertin und Stylistin. Und Simone Standl, Journalistin und Moderatorin. Wir sehen, wir Frauen sind zu wenig sichtbar, nicht nur auf Führungsebene. Das gilt in vielen Bereichen. Frauen, die etwas zu sagen haben, kommen in der Öffentlichkeit viel weniger zu Wort als Männer. Wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Und deswegen haben wir ein Ziel. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Frauen in unserem Alter sind kompetent, haben Lebenserfahrung und sehen gut aus. Also wollen wir sichtbar bleiben. Und heute geht es um ein Thema, ja, da wollen wir eigentlich mehr drüber reden, als euch irgendwelche Tipps an die Hand geben. Ein Leben ohne BH, braless, BH-los. Also die jungen Frauen, die machen das schon, die befreien sich von diesem Korsett. Ja, die Frage ist jetzt, ist das auch was für uns, Karen, und wie schaffen wir das? Ja, wir sollten uns mal Gedanken machen, dass wir von der Gewohnheit getrieben sind als allererstes. Also was tun wir morgens? Wir machen den Kleiderschrank auf. Da sprachen wir schon an anderer Stelle drüber. Genau. Wir wissen, was wir anziehen. Und der BH kommt als erstes raus und ja, wir ziehen einen BH an. Also das ist das automatisierte Verfahren, also bei den meisten zumindest. Und ich hatte mir gerade die Rippe gebrochen und konnte kein BH anziehen und kam zum Nachdenken darüber. Es muss ja wirklich auch mal darüber gesprochen werden. Wir müssen uns Gedanken machen über unser Wohlbefinden. Was finden wir denn eigentlich gut? Wie fühlen wir uns? Und steht nicht das Wohlbefinden eigentlich im Vordergrund? Ja, aber es ist doch auch eher der gesellschaftliche Zwang, der uns morgens zum BH greifen lässt. Und das finde ich mal spannend, darüber nachzudenken. Also ich habe mich in dieser BH-losen Zeit, es ist auch immer noch BH-los, gut gefühlt. Also es war sehr wohlfühlig. Ich habe oft gedacht, ach, wie toll ist das denn? Und als ich das erste Mal den BH wieder anzog, war ich schockiert. Ja, bisschen Korsett, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wohlbefinden und Gesellschaft. Wie ist denn das in anderen Ländern? Du warst ja gerade vor kurzem im Urlaub. Wie ist das zum Beispiel in Spanien gewesen? Ja, die sind da anders drauf einfach. Die haben ein anderes Körpergefühl. Also da liegen auch, die ältere Generation liegt da oben ohne am Strand. Also da gibt es alles, aber auch die ältere Generation, die oben ohne unterwegs ist. Nahtlose Bräune und so und Wohlbefinden, Körpergefühl. Also das ist da schon freier einfach. Mhm. Ja, man muss einfach mal drüber nachdenken. In den 70ern haben sich die Frauen ja schon mal befreit. Da haben sie ihre BHs verbrannt. Ja, und jetzt kann man sagen, hat man 50 Jahre Push und Bügel. Warum eigentlich? Also ich denke, das ist eine amerikanisierte Herangehensweise, die uns alle erfasst hat. Also der Schalen-BH, so heißt er ja auch. Alles sieht gleich aus, alles ist konform. Also jede Individualität wird vom Tisch gefegt. Wir haben gar keine Unterschiede. Und das machen die jungen Frauen doch tatsächlich anders. Also die sind so freier unterwegs. Ja, es ist so ein Schönheitsideal, aber warum tun wir uns damit so schwer? Ich sage jetzt mal, wir ältere Frauen. Ja, ich glaube, wir haben unser Wohlbefinden nicht im Auge. Also wenn wir darüber nachdenken, klar, ist natürlich auch oberweitenabhängig, das muss man sagen. Ja. Also wenn man jetzt eine große Oberweite hat und das für einen auch optimal ist, dann auch eine Unterstützung zu haben, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber wir sollten mehr auf unser Wohlbefinden achten. Und mittlerweile finde ich BH-los, also ich war auch gerade international unterwegs, da sieht man, wir nennen das böse Nippelalarm. Jeder weiß, was gemeint ist. Wir sehen das also auch bei Anlässen, also auch gut angezogene Frauen in unserem Alter haben Nippelalarm. Oh mein Gott. Aber es sieht cool aus. Also es ist mittlerweile auch eher ein Statement und ich finde, da sollten wir uns mal drauf einlassen. Warum tun sich junge Frauen da leichter als wir? Ja, ich glaube, die haben ihr Wohlbefinden einfach eher im Auge und sind nicht so den gesellschaftlichen Normen ausgeliefert oder fühlen sich vielleicht nicht so ausgeliefert. Und es ist natürlich ein Trend auch. Ja. Ne? Braless ist ein Trend und den leben die auch. Vielleicht ist es auch mal der Anlass, da irgendwie auch Gas zu geben. Ja, und dann gibt es ja auch noch die kleine Schwester vom BH, sage ich mal, diese Bralette. Was ist das, Karen? Das ist im Grunde ein Soft-BH, also der hat keinen Bügel und ist insgesamt weicher verarbeitet, oft seamless. Also das ist so angenehm zu tragen, kann man nur sagen, also auch vor allem im Sommer.
Jetzt hast du diesen Selbstversuch gemacht. Was würdest du so als Fazit ziehen zu BH-los? Ja, ich finde es schon mal gut, aus der Gewohnheit herauszukommen. Also darüber nachzudenken, was bestimmt mich eigentlich. Und es hat sich wirklich echt gut angefühlt, das kann ich nur sagen. Also man sollte wirklich mal überlegen, dass wir es alle mal versuchen, einfach mal BH-los zu sein. Und wenn wir das alle tun, dann bewirken wir auch was. Und dann kommt Bewegung in die Sache. Ja, genau. Probiert es einfach mal aus, würde ich sagen, und schreibt uns, wie es so war und bei welcher Gelegenheit, wie ihr euch fühlt, vielleicht auch mal mit Bralette oder ohne oder ein Hemdchen drunter, whatever. Auf jeden Fall sagt uns, was ihr davon haltet, kommentiert, läutet die Glocke. Am besten ihr abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Und dann mit einem anderen spannenden Thema bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.